Mittag, guten Abend. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Je nachdem, wann du dieses Video siehst, es ist heute der 28. Februar 2022 und gerade 12 Uhr. Und ich schaue einfach mal, dass ich hier auch sehen kann, sollte es Kommentare geben, genau, dass ich dann auch einfach schauen kann, dass das so passt. Ich mache ja jeden Montag, jeden Montag stelle ich ein Wort vor, ein Wort, das uns über die Woche begleitet, das uns bestärken kann, zum Nachdenken anregen kann, was ich natürlich heute auch machen möchte. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch Teil meiner kleinen Familie, großen Familie, von der Gesellschaft und sagen wir mal so, berührt, betroffen von der Situation in der Ukraine mit Krieg und ja, dieser Situation, die zu Corona noch hinzukommt. Und da ist es mir heute ganz, ganz wichtig, dass nicht einfach so, ja, Tagesordnung und gleichzeitig auch Tagesordnung. Und meine Einladung an dich ist, wenn du das siehst, und für dich ein, zwei Momente hast über den Tag, über die Woche, dass du schaust, dass du, wenn du emotionale erste Hilfe brauchst, ja, wenn dich das sehr auffühlt, die Situation, wenn da alte Erinnerungen hochkommen oder auch ja, transgenerational Dinge hochkommen, dass du die wahrnimmst, annimmst und dir Hilfe suchst. Ich denke, dass es für uns im Moment ganz, ganz wichtig ist, auch wenn wir, so wie ich jetzt, körperlich nicht in Gefahr bin, aber emotional doch diese Verbundenheit da ist und auch so dieses Gefühl von, da, ja, da rüttelt jemand an meinem Sicherheitsgefühl, wenn es dir auch so geht, dass du dem, ich sag mal, da auch für dich sorgst und hinschaust und dem Raum gibst und dir da vielleicht auch Hilfe suchst. Denn ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass, ja, dass wir sozusagen unsere Grundbedürfnisse nach Sicherheit, gleichzeitig nach Verbundenheit, dass wir denen auch entsprechen, dass wir denen nachgeben, dass wir dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse erfüllt sind. Auch wenn es gerade im oder wenn es eben im Außen Tumult gibt, innerlich dafür gut zu sorgen, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und da möchte ich dich auch sehr einladen, animieren, da ganz besonders drauf zu achten. Denn vielleicht merkst du das, wenn dann die Emotionen so hochkochen, ja, getriggert von außen, dass wir dann im Kleinen sozusagen auch nicht ganz geradlinig, denkfähig, handlungsfähig sind, weil uns das eben aufwühlt. Und für mich persönlich ist es im Moment ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass ich in meiner kleinen Welt, weil es in mir tobt, nicht noch irgendwas auslöse, was quasi Krieg bedeutet. Dass ich also für mich ganz genau aufpasse, wer ist hier der mich triggert. Ja? Möglicherweise gibt es eben Parallelen, die ja, von dem ganz Großen, die jetzt im Kleinen getriggert werden. Aus Erinnerung, aus Kindheit, aus Freundeskreis, Peer Group, wie es so heißt. Ich gebe das nur als Hinweis, dass wir da wirklich aufeinander aufpassen, auf uns selbst aufpassen, dass wir uns nicht anstecken lassen, ja, von dem, was an Krieg draußen ist, dass wir innerlich nicht in Krieg geraten oder wenn wir innerlich, wenn es da Kämpfe gibt, da eine friedliche Lösung finden. Also innerlich wieder zum Frieden kommen, innerlich wieder dafür sorgen können, dass wir sagen, wir sind stabil, egal was gerade draußen, egal ob da jemand ist, mit dem wir nicht einverstanden sind oder ja, der so nach dem Motto,
boah, den müsste man mal zeigen. Das ist mir ein großes Anliegen. Schau, dass du innerlich im Frieden bist. Weil ich bin auch der Meinung, dass je mehr Menschen innerlich im Frieden sind, desto mehr können wir uns anstecken. Und ich hoffe, dass das rüberschwappt zu denen, die es brauchen. Okay? Das so als Einstieg, ja, eben, weil wir nicht im luftleeren Raum sind. Und da möchte ich dich natürlich auch jetzt, möchte ich dir dennoch also beschäftigt mich wirklich, die Karte der Woche zeigen. Und das ist für die Woche vom 28.02. ist es Abwechslung. Und vielleicht überlagert sich das ein bisschen thematisch. Ja, wenn du das Wort Abwechslung hörst, was ist dann, was sozusagen ganz spontan für dich dann als Assoziation kommt? Ist Abwechslung etwas, was du zu viel hast und du merkst, es ist gerade zu viel. Ich will einfach mal Ruhe. Es soll doch einfach mal so bleiben, wie es ist. Ich will da nicht noch mehr. Ist Abwechslung etwas, wo du sagst, boah, es ist ja, in unterschiedlichen Bereichen, sei es beruflich, sei es privat, dass du sagst, oh, das ist so öde. Ich brauche mal Abwechslung. Ich will mal was Neues. Um da zu gucken, wo bist du da auf deiner Skala? Wie viel Abwechslung tut dir gut? Wie viel Abwechslung brauchst du? Wie viel Abwechslung ist dir zu viel? Abwechslung wovon? Was soll wechseln? Wer soll wechseln? Ja, wovon möchtest du vielleicht mehr Varianz haben, mehr Möglichkeiten, dass du wechseln kannst zwischen? Wie viel, sagen wir mal, also wenn man jetzt so einen Strauß hat, ja, wenn du eine Abwechslung, vielleicht ein bunter Blumenstrauß, du bist aber eher so, dass du sagst, ich will mal gerade nur eine Farbe, nur eine Blume. Ja? Wie geht es dir damit, dass du sagst, und wie kannst du das dann auch umsetzen, dass du dich in einer gewissen Beständigkeit ausruhen kannst und da auch Frieden hast und da dich sicher fühlst. Schau mal, der Wechsel im Moment für dich in dieser Woche, ist es etwas, das dich beflügelt, das dich wachsen lässt, das dich inspiriert, was du dir mehr wünschst, ja, mehr Offenheit, mehr ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ja, wie so Buffet sozusagen, möchtest du ein großes Buffet mit 5 Desserts, mit 6 Hauptgerichten, mit Salat und dann noch dem und dann noch dem und dann noch dem. Und du sagst so, nee, ein Hauptgericht reicht mir völlig aus im Moment. Und ist es wechseltäglich? Sagst du, mir reicht es, wenn ich in der Woche quasi zwischen den Tagen unterschiedliche Wechsel habe? Brauchst du das? Ja, in welchem Zeitraum bewegst du dich also in Bezug auf Abwechslung? Ist es, dass du sagst, ja, so 1, 2 Tage nur das, dann wechsle ich zu etwas anderem, 2, 3 Tage das. Sagst du, nee, ich brauche jeden Tag unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Wahlmöglichkeiten, den Wechsel von. Ja, was tut dir gut? In welchem Maß tut es dir gut? Wie ist es mit den Menschen, die dich umgeben, ja, mit denen du in Kontakt bist? Brauchst du da unterschiedlichen Austausch? Reichen dir da, ja, deine Freunde, deine Familie? Ist es, dass du sagst, nee, die Gruppe, das ist völlig in Ordnung so, ich brauche da nicht noch mehr oder nicht noch mehr Input von außen? Oder sagst du, nee, also ich habe ganz unterschiedliche Freunde, Gruppen, ja, unterschiedlicher Art. Mit denen habe ich das, mit den anderen habe ich das. Und mir tut es gut, zwischen denen zu wechseln und fühle mich gleichzeitig sicher zugehörig. Ja, dass das eben auch gegeben ist, dass mit der Abwechslung, die da ist, dass du gleichzeitig das Gefühl hast, jo,
Da bin ich geerdet, da bin ich Mensch, da darf ich sein. Okay? Schau mit der Abwechslung, wie es ist für dich. Und du dann merkst, da möchte ich gerne eine Veränderung haben, da möchte ich mehr, weniger in dem Maß, in der Qualität. Also was möchtest du ändern, in welchen Bereichen oder was ist genau auch jetzt richtig so? Also was bedarf gar keiner Änderung? Und du sagst, ja, das ist genau das richtige Maß, was jetzt ist. Und natürlich auch, ja, Wechsel wovon, mit wem, so, das darf auch was ganz Spannendes sein, ja, dass du sagst, aha, da kommt wieder was Neues, das soll auch so sein. In diesem, sag mal, in diesem Rahmen, in diesem Spielrahmen, schau, dass du für dich das rausfindest, was dir gut tut und dass du dann eben auch verstärken kannst. Und wenn du da in irgendeiner Form merkst, oh, ich komme nicht mit denen zurecht, zum Beispiel, die überhaupt keinen Wechsel wollen. Ja, die sind so verharrt in irgendwelchen Sachen. Oder die machen ständig irgendwas Neues, ich komme gar nicht hinterher, ich will doch einfach nur durchatmen. Wenn du da merkst, da knirscht es, da bräuchtest du auch innerlich Hilfe, ja, dass du merkst, innerlich wechselt ständig irgendwas und ich will einfach nur an einer Sache mal dranbleiben. Oder du wünschst, ich habe keine Ideen. Ja, wenn du merkst innerlich, das haut mit der Abwechslung nicht hin, auf die eine oder andere Art und Weise, dann sprich mich gerne an. Also dann können wir mal schauen, wie wir das für dich in Balance bringen. Und die Balance nochmal, was ich auch am Anfang gesagt hatte des Videos, schau, dass du für dich in dieser Woche sehr aufpasst, dass du für dich in Balance bist, dass du, ich sag mal, für dich egoistisch bist, weil wenn es dir gut geht, dann können wir das, ja, kannst du es, so wie andere Menschen eben auch, nach außen ausstrahlen und dann nicht nur den Frieden innerlich erreichen, sondern auch wieder im Außen. Okay? In diesem Sinne, ich guck nochmal ganz kurz runter, genau, super. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine sehr, sehr gute Woche. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit und bis nächsten Montag wieder. Bis dahin. Ciao. Danke.